Damit herzlich willkommen zu diesem Vorstellungsvideo. Heute erkläre ich euch oder zeige ich euch die neuen Features der Minecraft-Version 1.9. Das werden nicht alle Informationen sein, aber die wichtigsten und die ich im Minecraft-Wiki gefunden habe und auf der Webseite von Mojang. Also als allererstes, so am Rande, was jetzt nicht so wichtig ist, es wurden neue Splash-Texte eingefügt, 5 Stück. Aber ist erstmal nicht mehr so wichtig. Die Super Secret Settings sind nicht mehr vorhanden. Aber das nur am Rande. Gehen wir erstmal in die Welt, die ich die letzten Tage vorbereitet habe. Sonst hätte ich das Video nämlich auch schon an dem Tag gemacht, wo diese Version erschienen ist. Schauen wir mal rein. Falls dieses Video ein wenig laggen könnte, dann liegt das daran, dass ich jetzt einen zweiten Monitor habe und mein Rechner etwas älter ist. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. So, dann schauen wir mal. Als erstes, in Minecraft gibt es jetzt Schilder. Diese Schilder schützen einen vor Angriffen. Dafür wurde ja die Funktion, dass man mit Schwertern blocken konnte, herausgenommen. So. Wo war mein Schild? Hier ist das Schild. So sehen die aus. Und wenn wir jetzt die linke, rechte Maustaste drücken, mit der wir normalerweise am Schwert geblockt haben, wird hier jetzt dieses Schild gezückt. Wir werden genauso langsamer. Dafür sieht das aber deutlich eleganter aus. Diese Schilder kann man mit Bannern zusammen craften und dann bekommt man hier so nette Muster drauf. Jetzt können wir mit links schlagen und jetzt die zweite neue Funktion ist die Offhand, also es gibt jetzt auch eine zweite Hand. Genauso kann man auch in den Einstellungen einstellen, dass man Linkshänder ist, dann ist die linke Hand die erste Hand. Wenn wir jetzt F drücken, dann wandert das Schild in die zweite Hand und jetzt können wir mit links schlagen mit dem Schwert und rechts blocken. Also wenn man das Schild in der Offhand hat, ist es nicht groß anders als früher, als man noch blocken konnte. Und jetzt das nächste Feature der 1.9, was, wenn man sich die Snapshot-Vorstellung anderer YouTuber öfter mal angeguckt hat, eine der umstrittensten neuen Funktionen, nämlich die Waffen-Cooldowns. Wenn ich hier mir jetzt mal ein paar Waffen raussuche, seht ihr hier rechts neben meiner Leiste so ein Schwert, das sich langsam auflädt. Und das ist dieser Cooldown. Das heißt, die Waffen müssen erstmal geladen werden, bevor sie wirklich richtig einsatzbereit sind und vollen Schaden machen. Bei Schwertern ist das relativ gering, also einmal in der Sekunde. Dadurch ist es nicht mal so wie früher, dass auf Servern Leute einen die ganze Zeit durch ganz, ganz schnelles Klicken besiegen konnten, sondern jetzt muss man auch mit etwas mehr Taktik spielen. Äxte haben jetzt einen höheren Angriffsschaden, beziehungsweise genauso hoch. Hier jetzt ein Dia-Schwert hat genau den gleichen Angriffsschaden wie eine Holzaxt. Wenn wir hier mal die Liste durchgucken, eine Diamantaxt hat sogar 9 Angriffsschaden. Im Gegenzug dafür ist sie aber deutlich langsamer, wenn man sie lädt, wie ihr hier rechts sehen könnt. Die Hacken sind ziemlich schnell geladen, dafür haben sie aber auch nur einen Angriffsschaden. Aber für alle Leute, die der alten Version, ach trauern, nee, nicht so unbedingt, aber die diese Cooldowns nicht besonders toll finden, für die gibt es hier immer noch Kommandoblöcke, denn mit einem kleinen netten Befehl kann man diese Cooldowns auch wieder rausnehmen. Beim Laden erscheint das Schwert kurz, aber beim Schlagen müssen die Waffen nicht aufgeladen werden. Und ich habe gerade das Teil kaputt gekloppt. Auch schön. So, da ist es wieder. So, was haben wir hier als nächstes? Genau, mir ist schon ein erster kleiner Bug aufgefallen. Nämlich, wenn man mit einem Dispenser Pfeile auf Rüstungsständer schießt, dann droppen diese als Items. Manchmal fallen die ja auch dann in den
Trichter rein, den ich aufgestellt habe. Könnt ihr schon sehen. Also entweder wird das noch gefixt oder es ist ein neues Feature. Wenn das Ganze auch bei geschossenen Pfeilen funktionieren würde, dann könnte man damit eigentlich auch Pfeile farmen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Da gehen nämlich die Rüstungsständer kaputt. So, und als nächstes Schwerter und Äxte haben besondere Attacken. Dafür stelle ich mal ganz kurz auf Nacht und schnappe mir ein paar Zombies. Gleich noch den Überlebensmodus rein. Vielleicht hätte ich zuerst runterspringen sollen. So, gehen wir hier mal auf diese kleine Wiese. So, jetzt spawne ich hier mal ein paar Zombies. Laut Wiki haben die Äxte jetzt einen besonderen starken Durchschlagsangriff, den sieht man jetzt hier beim normalen Angreifen nicht. Aber angeblich können diese auch ab und zu diese Schilder durchschlagen. Das heißt, selbst wenn einer mit einem Schild blockiert, kann er trotzdem getroffen werden. Was ich aber deutlich spannender finde, ist das, was das Diamantschwert nämlich jetzt kann. Auch man schlägt, dann gibt es hier diese Sweep-Attacke. Damit kann man mehrere Gegner gleichzeitig treffen. So, bevor ich hier drauf gehe, wieder in den Kreativmodus rein. Und wieder Tag. So, und als nächstes eine der coolen neuen Items, diese Elytra, oder wie sie hier in der deutschen Übersetzung heißt, Elytrin oder so. Das zeige ich euch auch mal ganz kurz. Dafür habe ich mich hier kurz hoch teleportiert. So, und jetzt auch im Survival-Modus. Und jetzt können wir fliegen, kurz Leertaste drücken und jetzt hier so schön mit rumgucken, können wir jetzt steuern. Ups. Dafür habe ich ja Gott sei Dank hier noch einen kleinen Trank. Dazu gibt es gleich noch mal ein paar Infos. Oh, bitte nicht so hoch. So. Na, falsch. So. Wo waren wir? Genau, es gibt einen neuen Mob, diesen Schalker. Das ist eine Wortschöpfung aus den Wörtern Shell und Lurker. Dieser guckt aus dieser kleinen Kiste raus. Der hat im Moment hier keine AI, damit er sich hier nicht rumteleportiert. Den seht ihr aber gleich, wenn wir kurz ins Ende gehen. So, als nächstes im Ende wachsen jetzt auch Pflanzen. Bei mir leider noch nicht, weil das hier noch eine ältere Welt ist. Aber ich setze hier mal kurz diese Blüte und wenn ich jetzt hier mal die Random Tick Speed hochstelle, also wie oft die Blöcke aktualisiert werden, darunter findet sich auch die Geschwindigkeit, wie schnell Pflanzen oder so wachsen, wie schnell Erde zu Gras wird. Das machen wir jetzt mal kurz. Und wie ihr sehen könnt, diese Choruspflanzen wachsen ziemlich schnell. Selbst wenn man das hier jetzt nicht höher setzt, wachsen die ziemlich schnell. Gleich am Ende werdet ihr auch noch ein paar davon sehen. Diese Choruspflanzen, die befinden sich hier auch. Nein, befinden sie nicht. Habe ich mich wohl etwas geirrt. Aber schauen wir erstmal weiter. Also diese Pflanzen sind wirklich beeindruckend. Und dadurch sieht das Ende auch ein bisschen interessanter aus. Zum Ende aber natürlich gleich noch etwas mehr. Als nächstes gibt es im Ende auch neue Blöcke, diese Purpurblöcke. Auch als Stufe, Treppe, Block und hier auch als Säule vorhanden. Dadurch sind diese Endsiedlungen, die es jetzt auch im Ende gibt, hinzugefügt. Zusätzlich noch diese Endstäbe. Ob sie Licht verbreiten, weiß ich gerade nicht so. Machen wir mal kurz Nacht. Ja, sieht wohl so aus. So, als nächstes eine Trophäe, die man im Ende finden kann.
den Drachenkopf. Den kann man sich auch aufsetzen. Oh, nicht setzen. Aufsetzen. Und wenn ich hier ein Redstone-Signal dran gebe, dann fängt der als Trophäe an, den Mund auf und zu machen. Genauso wie wenn wir uns den auf den Kopf setzen. Dann bewegt er den Mund auch auf und zu. Sieht ganz lustig aus. Wo ihr den finden könnt, zeige ich euch auch gleich im Ende. So, habe ich den wieder runtergesetzt. Sonst könnte es auch ein bisschen laggen. Als nächstes, man kann den Enderdrachen neu erschaffen, und zwar mit Enderkristallen, die jetzt auch ein Crafting-Rezept haben. Wie ihr hier sehen könnt, Enderauge, Glas und Gasträne finde ich gar nicht so teuer. Und ob das jetzt neu ist oder nicht, man kennt jetzt bei diesen Enderkristallen, wenn man sie spawnt, auch diese Strahlen, die normalerweise den Enderdrachen heilen, selber mit einem Befehl erzeugen und sie dann an einen bestimmten Block lenken. Hier unten seht ihr auch dann noch gleich eine weitere Neuerung in der 1.9, nämlich Kommandoblöcke gibt es jetzt in verschiedenen Modi, nämlich im verketteten Modus. Dort werden sie alle hintereinander aktiviert und das alles in einem Tick. Hier kann man noch einstellen den Wiederholen-Modus. Dadurch wiederholen sie sich wirklich in jedem Tick. Und zwar entweder, wenn sie einen Redstone-Befehl kriegen oder dauerhaft. Das heißt, wir müssen keine Fill-Clocks oder so machen, sondern können dauerhaft aktivieren. Vielleicht noch hier auf immer aktiv das deaktivieren, auf benötigt Redstone stellen, dann können wir die aus- und einschalten, aber wie gesagt, müssen dann nicht immer Kabel oder diese Fill-Clocks irgendwo hinbauen. Außerdem können wir so besser kontrollieren, in welcher Reihenfolge die Befehle ausgeführt werden. Eine meiner Lieblingsneuerungen. Natürlich, ich mache hier gerne was mit Befehlen. So, als nächstes gibt es rote Beete, die gab es schon in der Pocket Edition fürs Handy. Diese kann man, wenn man die Pflanzen hat oder hier diese, die Früchte, kann man daraus rote Beete-Suppe machen, in der deutschen Übersetzung Borscht. Und man kann sie auch als Farbstoff benutzen. Hier, sie können ganz normal auf Feldern wachsen und sehen dann fertig so aus. Und als nächstes, was ich euch zeigen möchte, kann man Erdblöcke ein bisschen um ein 32. oder 64. weiß ich nicht so genau, runtersetzen und die Farbe verändert sich. Das ist der sogenannte Trampelpfad. Den kann man einfach mit Schaufeln bauen. Einfach auf normale Erde klicken und dann wird sie so flacher. Items kann man da drauf, weitere Blöcke kann man darauf leider nicht setzen. Sobald man das versucht, wird es wieder zu einem normalen Block. Zu einem normalen Erdblock. Und weil gerade kein Gras ist, kann ich es auch nicht wieder flach machen. Egal, als nächstes. Der Schutz von Rüstungen wurde etwas gesenkt. Also wie gesagt, das hier, die 1.9, ist das Combat Update. Das heißt, auch an den Kämpfen hat sich ziemlich viel verändert. Ich kann das nicht so genau einschätzen, ob das jetzt die Kämpfe besser macht oder das etwas schwieriger. Auf jeden Fall auch etwas spannender. So, und der nächste Punkt. Neue Pfeile. Es gibt diese Spektralpfeile. Wenn man damit einen Mob trifft oder einen Gegner, dann leuchtet dieser kurz auf, bekommt den neuen Glowing-Effekt. Den kann ich euch gleich auch noch zeigen. Und getränkte Pfeile, das heißt, wir haben auf Pfeilen Statuseffekte, wenn jemand davon getroffen wird. Und fast für jeden Trank gibt es auch einen Pfeil. Hier findet ihr die Schilder. Und es gibt auch eine neue Verzauberung, nämlich mit dem Namen Eisläufer 1. Wenn man solche Schuhe hat, ja, diese Stiefel mit dem Effekt drauf, dann wird Wasser kurzfristig zu Eis, zu brüchigem Eis. Hier hinten fängt es nämlich wieder an zu schmilzen und wird dann auch wieder zu Wasser.
Dadurch können wir einfach über Meere laufen und müssen nicht Boote bauen oder so. Das gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Hier ist die Eisfläche ein wenig größer. So, als nächstes kann man die Untertitel... Nein, falsch. Als nächstes zeige ich euch hier noch eine Funktion. Ich weiß nicht, ist sie bei Geräuschen? Ja, Untertitel. Die Geräusche im Spiel werden jetzt auch als Text angezeigt, wenn man das aktiviert. Das ist dafür gedacht, für Leute, die gehörlos sind oder hörgeschädigt. Das heißt, sie kriegen auch alles mit, wenn irgendwo Geräusche sind, die meistens ja auch wichtig fürs Spiel sind. Plötzlich steht ein Zombie hinter einem. Dann ist das nicht schlecht, wenn man das mitkriegt. Dann als nächstes hier gibt es solche Structure-Blöcke, die sind aber nicht für uns normale Spieler gedacht. Die benutzen die Entwickler, um neue Strukturen zu bauen. Die haben hier verschiedene Buchstaben, verschiedene Modi. Steht auch im Changelog drin, ist aber für uns jetzt nichts Besonderes. Was aber ganz interessant ist, ist, dass Brauchstände jetzt auch Lohnstaub brauchen, damit sie funktionieren. Dadurch ist das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger, interessanter geworden. Aber man muss ja sowieso Lohn bekämpfen, um diesen Brauchstand zu bauen. So, als nächstes gibt es auch Skelettreiter. Diese Pferde konnte man ja vorher, diese Skelettpferde, nur durch Befehle erzeugen. Aber jetzt spawnen sie auch natürlich. Und wenn sie spawnen, dann direkt... Vier auf einmal. Vier. Habe ich vier gesagt? Eigentlich sind es vier. Normalerweise. Da drauf sitzen Skelette, die einen abschießen. Während in Entwicklungsversionen war es auch kurzzeitig so, dass man diese hier bekämpfen musste, um dann auch diese Enderkristalle zu kriegen. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Die kann man, wie gesagt, spawnen. Aber diese hier erscheinen, wenn ein Pferd zufällig hier diesen Tag Skeleton Trap hat, wird zufällig erzeugt. Und wenn diese dann spawnen, erscheint ein Blitz, sobald sich der Spieler auf 10 Blöcke nähert. Und dann erscheint, wie gesagt, diese Skelettpferde relativ stark. Wie ich sie hier aber von meiner Fläche wieder runterkriege, habe ich auch schon eine Methode gefunden. Hier seht ihr nämlich diesen Glowing-Effekt. Die Skelettpferde leuchten. Und man kann sie auch durch Blöcke sehen. Das heißt, man sieht dieses Leuchten dahinter. Wieso sie brennen und hochschweben? Ja, ich habe mir irgendwas Kreatives einfallen lassen, um sie loszuwerden. Quatsch. So, was ihr hier gesehen habt, war der Levitation-Effekt. Den kriegt man durch diese Schalker. Schauen wir gleich mal im Ende. So, dann ab ins Ende. Hüpf. So. Bei mir sieht das Ende noch normal aus. Hier ist die normale Insel. Das Portal ist bereits vorher vorhanden, aber hat noch nicht diese Portalblöcke, sag ich mal, die einen in die normale Welt wieder zurück teleportieren. Ob diese Choruspflanzen auch auf der Hauptinsel normal wachsen, weiß ich gerade nicht, weil diese Welt schon etwas älter ist. Aber was ich euch kurz zeigen kann, ist, dass wir den Enderdrachen neu erschaffen können. Wir platzieren diese gecrafteten Enderkristalle hier auf jeder Seite ein, um dieses Portal herum. Und dann müsste der Enderdrache neu erschaffen werden. Hier seht ihr das. Diese Strahlen kommen, aktivieren die Hauptenderkristalle wieder. Und nachdem alle aktiviert sind, erscheint dann auch wieder der Enderdrache. Einziger kleiner Unterschied zum normalen Enderdrachen ist, dass er ein bisschen weniger XP droppt, aber auch 500 Stück. Da seht ihr ihn. Wie der Kampf aussieht, das wisst ihr wahrscheinlich selber. Das muss ich euch bestimmt nicht nochmal vorführen. Was ich aber jetzt mache, ist, den mal kurz wegzuhauen, damit er bei dem Rest dieses Videos nicht stört.
kurz. Der Enderdrache hat auch neue Attacken. Er setzt sich nämlich auf dieses Portal ab und zu drauf und kann dann nicht mit Bögen angegriffen werden. Und die Flügel machen dabei auch Schaden. Manchmal kommt der Drache dann auch runter zum Spieler und verspeit seinem Atem. Wenn man auf diesen Atem, der giftig ist, dann Wasserflaschen drauf wirft, bekommt man diesen Drachenatem, mit dem man nachher die neuen Tränke, die Verweiltränke, craften kann. Diese Verweiltränke, seht ihr hier, wenn man sie wirft, dann verweilen sie auf dem Boden und der Effekt, den sie geben, geben sie dann über eine längere Zeit. Was sie aber nicht machen, ist hier diesen Flug, diesen Flugeffekt, den gibt es leider nicht, den habe ich mir selber gebastelt. Den kriegt man nur durch den Schalker, den wir gleich mal besuchen werden. So, das war es eigentlich auch schon zum Enderdrachen. Diesen Kampf haben die Entwickler auch noch etwas schwieriger gemacht. Sie wollten halt meinen Kampf auch etwas spannender machen. Und ich hoffe mal, dass das hier nicht zu laut ist. Entfernen wir mal kurz diesen Störenfried. Gibt's denn etwa nicht? Ah doch, jetzt ist er weg. Welt wieder hell. Was passiert, wenn der Enderdrache gestorben ist? Es gibt wieder ein Enderei, aber nur beim ersten Mal. Aber es entstehen hier diese Portale. Mir ist gerade der Name entfallen. Schauen wir mal kurz gleich. Ich lasse hier mal kurz eine Enderperle durchwerfen. So. Schauen wir mal kurz in den Kommandoblock. Das sind die Endgateways. Diese teleportieren einen im Ende zu größeren Inseln, wo auch diese Choruspflanzen wachsen. Diese kann man mit Befehlen erzeugen und kann auch die einstellen, welche Koordinaten man dann erreichen will. Das haben sich wahrscheinlich auch schon viele gewünscht, dass man Portale erzeugen kann, wo man sich durch die Gegend teleportieren kann, ohne Kommandoblöcke, sobald diese einmal da ist. Und hier sind diese neuen Endfestungen, wo die Schalker spawnen. Die muss man hochklettern. Und oben gibt es dann manchmal Kisten mit wertvollen Gegenständen. So, und jetzt fahren wir mal ganz kurz zu einer anderen Endsiedlung, einer etwas größeren, wo es auch diese Schiffe gibt, wo dann diese Elytren gefunden werden können und der Enderdrachenkopf. So. Da sind wir auch schon. Hier seht ihr eine etwas größere, oder ich würde sagen einiges größere Endsiedlung, hier mit mehreren verzweigten Armen. Beim Hochklettern gibt es auch mehrere von diesen Schalkern, da müsst ihr vorsichtig sein, wenn sie euch den Levitation-Effekt geben und hier hochschwebt. Beim Runterfallen könnte das schmerzhaft sein. So, um das Video nicht zu lang machen, beeile ich mich mal etwas. Hier, das hier findet ihr alles in diesen Endbooten, diese Endsiedlungsboote. Und hier unten, das Objekt der Begierde ist leider verschwunden, wieso auch immer. Hier müsste eigentlich eine Elytra hängen. Und auch den Drachenkopf müsste man hier finden können, als Trophäe. Ja, hier hört ihr auch schon die kleinen, nervigen neuen Mobs, die übrigens auch sehr interessante Projektile abschießen. Zurück in die normale Welt, dann erzähle ich noch ganz kurz was. Das können wir überspringen, bevor dieses Video auch schon wieder zu Ende ist. Des Weiteren gibt es neue Boote. Diese Boote kann man jetzt aus jedem Holz herstellen und die haben jetzt Ruder. Dadurch kann man, soweit ich weiß, auch etwas schneller fahren. Muss ich noch auf meinen Notizblock gucken, was gibt es noch Neues. Die Verweiltränke, wie gesagt. Dann gibt es bei Befehlen Tags, das sind sowas wie Scoreboards, nur dass man mehrere auf einmal hinzufügen kann. Die kann man dann auch in diesen
Objekt auswählen. Hier hinten. Weiß ich nicht, sind da welche drin? Nee. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. In diesen Objektauswahlen kann man da jetzt auch diese Tags hinzufügen. Das funktioniert mit allen Entities. Wo habe ich die denn versteckt? Hier vorne ist so eine Auswahl. Da kann man, wie gesagt, auch Tags durchsuchen. Als nächstes gibt es nicht mehr diesen Riding, dieses Riding-Element in Kommandoblöcken, sondern es wurde umgeändert in Passenger. Das heißt, man wählt nicht mehr aus, worauf die Entities reiten, sondern wer auf denen sitzt. So, was habe ich noch vergessen? Effekt Schwebekraft, Effekt Leuchten. Es gibt den Glück- und Unglückseffekt. Wie gesagt, wobei dann die Drops höher oder niedriger ausfallen. Skelettreiter, Zombie-Dorfbewohner gibt es jetzt in verschiedenen Texturen, je nach deren Beruf. Befehlsblockloren sehen jetzt etwas anders aus. Die Hexen und Tintenfische machen Geräusche. Es wurden viele Geräusche hinzugefügt in der Version. Die goldenen Ender, was sage ich? Die goldenen Äpfel, die verzaubern die Notch-Äpfel oder OP-Äpfel, kann man jetzt nur noch finden und nicht mehr selber craften. Wurde auch öfters kritisiert. Dann gibt es noch Iglos, die in Eiswüsten spawnen. Die konnte ich aber leider jetzt auf die Schnelle nicht finden. Dann gibt es hier die Statusanzeigen, die jetzt hier oben sind. Dort könnt ihr immer eure Effekte sehen, sortiert nach positiv und negativ. Und es wurden auch noch einige Bugs entfernt. Angeblich soll auch der Bug mit dem Code MC10 entfernt worden sein, wodurch Entities manchmal durch Zäune glitschen. Und natürlich das Allerwichtigste von diesem Update, was mal wieder gemacht wurde, Herobrine wurde entfernt. Was denn auch sonst? Damit wird auch immer die Liste beendet von den neuen Funktionen und damit beende ich auch mein Video von diesem netten Zombie mit Herobrine-Kopf, der mich nicht angreifen will. Dann danke ich euch fürs Zuschauen bei diesem ziemlich langen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst mir doch bitte eine Bewertung da, ob ihr das Video gut fandet oder nicht. Wenn es schlecht ausfällt, bitte sagt mir auch wieso, damit ich mich verbessern kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.